Willkommen wieder zurück, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Weiß 2. In dem letzten Part hatten wir das legendäre Pokémon Heatran gefangen und in diesem Part werden wir weitermachen mit den Legis, nämlich mit Reshiram. So, diese gute Frau hier möchte uns eine kleine Geschichte dazu erzählen und die werden wir uns gleich mal geben. Das legendäre Pokémon Reshiram vermachte dem Helden einst die Gabe der Weisheit und vernichtete dessen Feinde mit säulenlodernden Feuers. Das innige Verhältnis des Helden zu Reshiram glich gleichsam der Liebe eines Kindes zu seinen Eltern und war ein ehrfurchtgebietender Anblick. Ja, das klingt sehr vielversprechend und erklärt an sich, was das Reshiram an sich ist und was es macht. Irgendwie ist das ein heldenhaftes Pokémon, das immer dem Helden hilft, das Böse zu bekämpfen. Macht Sinn. So, dieser Mann hier erzählt uns auch noch etwas dazu. Reshiram und Zekrom, seit ihrer Geburt sind sie schon viele Jahrtausende ins Land gegangen. Sie sind bereits sicher unzähligen Helden begegnet und haben ihre Weisheit an sie weitergegeben. Und dennoch ist es bisher niemandem gelungen, die Wahrheit zu ergründen. Auch von unserer Wunschvorstellung einer idealen Welt sind wir weit entfernt. Wer trotz all dem noch an den Helden, trotz all dem noch an Helden oder an die Menschheit an sich glaubt, ist wirklich naiv. Also an sich ist es ja sehr schwer, an die Menschheit zu glauben oder überhaupt an irgendwelchen Frieden. Denn irgendwie sind Menschen nicht irgendwie dazu geschaffen, um Frieden zu schaffen. Also, ja, versteht ihr das? Keine Ahnung, irgendwie ist das sehr skurril. Auf jeden Fall kann man hier, also wenn es hier schneit, auf diesen komischen Berg, auf diesen komischen Hügel hier raufklettern. Leider schneit es gerade nicht, weshalb ich das Ganze so machen muss, um an dieses Item hier ranzukommen. Und dieses Item ist das ewige Eis. Dieses ist ein Item, das man einem Pokémon ausrüsten kann, um Eisattacken zu verstärken. Also ist an sich ein sehr nützliches Item, wenn man ja ein Eis-Pokémon hat oder ein Pokémon, das irgendwelche Eisattacken drauf hat. Ist also ja an sich sehr cool. Doch nach wie vor herrscht geheimnisvolles Schweigen. Die Drachenstiege, wofür steht sie? Den Wunsch oder die Wirklichkeit? Oh, du bist ja ebenfalls hier. 2 Jahre sind ins Land gegangen, seit jener nach Wirklichkeit strebende Trainer auf diesem Turm einem der legendären Pokémon gegenüberstand, um die Welt zu verändern. Er meint Dread, Dread! Was da so majestätisch in die Höhe ragt, ist die Drachenstiege. That's what she said. Dieser Turm existierte schon lange bevor es die Einalregion gab und ganz oben wartet das legendäre Drachen-Pokémon auf den Menschen, der nach der Wirklichkeit strebt. Alles trat genauso ein, wie es überliefert worden war. Oh, der Lichtstein. Dann begibst du dich wohl auch an die Spitze der Drachenstiege, um die Welt zu verändern? Nun, das ist eine wahnwitzige Idee. Man kann die Welt nicht verändern. Sich selbst indes schon. Zumindest, solange man nach Wirklichkeit strebt. Wow, das klingt ganz schön bitter, wat? Dagegen helfen bestimmt ein paar Süßigkeiten, was meinst du? Ey, der Typ hatte nicht mehr alle. Dazu komme ich gleich. Also, er hat jetzt eine sehr lange Zeit philosophiert und mir hier erklärt, was und wie und warum Pokémon gerade irgendwie so sehr krass sind und warum man halt die Welt nicht verändern kann, weil Baum, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall hat er mir eine sehr krasse Geschichte erzählt, wozu ich nicht wirklich so viel dazu beigetragen hatte. Und dann kam er einfach mit Süßigkeiten. Ja, das macht man nicht. Das kann er doch nicht bringen, ey. Er hat mir einfach Süßigkeiten gegeben, um mich zu beruhigen, nur weil ich ein kleines Kind bin, das nichts vom Leben versteht. Tut mir leid, ich kann ja auch nichts dafür. Naja, egal. So, hier gibt es ein paar Items, die man hier finden kann. Übrigens befinden wir uns hier in der Drachenstiege, falls ihr das noch nicht wisst. Und hier gibt es ein verstecktes Item. Die Drachenstiege war auch im ersten Teil hier vertreten und die sahen sich genauso aus wie hier. Hier kann man diesen Stein noch schieben, aber da ich kein Pokémon habe, um hier überhaupt etwas zu schieben, mache ich das einfach so, ne? Ihr kennt das bereits. Ja, hier konnte man auch im ersten Teil das Reshiram oben fangen. Oder da kam eine Sequenz, ich weiß es nicht mehr. Ich habe den ersten Teil leider nicht mehr so gut in Erinnerung. Ey, das wusste ich gar nicht. Kann man ja so voll krass raufgehen und so. Ey, das wusste ich nicht. Seht ihr, Leute, man lernt immer wieder dazu, ne? Also, das wusste ich jetzt nicht. Und dieser Ort war eine sehr wichtige Stelle im Spiel und in diesem Fall ist es jetzt nicht mehr so wichtig, aber ja, ist auch jetzt nicht so unwichtig, ne? Also
Ja, wir werden schon das legendäre Pokémon hier einfangen, aber es wird jetzt nicht eine derbe, krasse Story erzählt, so an sich. Naja, ihr werdet schon sehen, was ich meine. In der weißen Edition 2, also das, was ich hier gerade spiele, wird hier Reshiram auf uns warten da oben. In Schwarz 2 aber wird Zekrom auf einen warten. Also, ja, das, denke ich, macht irgendwie auch Sinn, ne? Also, ja. Und, das war's an sich dazu, ne? Also, diese zwei Pokémon hatten in dem ersten Teil eine sehr große Rolle gespielt. In diesem hier so, ja, es geht, keine Ahnung, sie kamen nur kurz vor, nicht wirklich so übelst halt. Und, keine Ahnung, also, ich hatte mir schon etwas mehr von denen erwünscht, also mehr, ja, keine Ahnung, so. Sie hätten mir aufgezeigt werden sollen, in Sequenzen, ich weiß auch nicht. Man hätte eine Story mit denen einbauen, so, ich weiß auch nicht, also. Auf jeden Fall waren sie, kamen sie viel zu knapp vor, also, ja, ich hätte mir mehr von denen gewünscht, ne. Naja, egal. Sowieso, ich habe schon sehr viel zu diesem Spiel gesagt, also sehr viel Negatives, auch sehr viel Positives. Ich denke, mein Feedback hat sich an sich erledigt zu diesem Spiel hier. Aber naja, ich werde trotzdem immer noch ab und zu meinen Senf dazugeben. Und in dem letzten Part werde ich natürlich auch noch meine Meinung einfach den freien Lauf lassen und alles sagen, was ich hier noch zu sagen habe. Aber das kommt noch alles, also ja. Und so viel dazu, ne? So, hier kann ich nicht durch. Also das hier finde ich irgendwie cool, ne? Ist mal ein cooles Rätsel. Hätte man vielleicht noch etwas geiler machen können, aber ich finde das an sich sehr okay. Ist sehr cool. Also ich hätte mir schon in diesem Spiel mehr Rätsel gewünscht. Ohne Spaß, ey. Ich mag Rätsel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Rätsel sind geil. Also ich überlege wirklich sehr gerne mit in einem Spiel und wenn ich das nicht habe, komme ich mir sehr blöd vor. Deshalb spiele ich auch sehr gerne Rollenspiele, da man da sehr viel überlegen muss. Und das, keine Ahnung, ich finde das sehr cool. Und war das jetzt dumm? Ey, warte, kann ich hier nicht durch die Mauer laufen? Dann geht das Ganze etwas schneller. Ist das... Ah, you suck. Ich kann nicht hier durch die Mauer laufen, ey. Ist das uncool. Ne, aber keine Ahnung. Also in Pokémon waren ja früher mehr... Also die Rätsel waren öfters vertreten als so jetzt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie haben die Entwickler so... Keine Ahnung. Also ich denke, sie denken, dass wir denken, dass die Rätsel unnötig sind. Aber irgendwie machen die mir sehr viel Spaß. Also ich weiß nicht. Also in den Arenen sieht man immer weniger Rätsel. Und das finde ich sehr schade, denn ich mag das. Ich würde das auch sehr herbeisehnen in den nächsten Editionen, die demnächst kommen werden. Denn, keine Ahnung, ich mag das einfach sehr. So, sind wir jetzt, wir sind jetzt an der Spitze angekommen und ich denke, hier könnte man ein Savey machen. Was denkt ihr, Leute? Aber zuerst hier mein Team, durchschnuppern und gucken, wer an der, Front, gelassen wird. Ich denke, ich werde mit, Elevolkit anfangen, wie immer mal, ne? So, ich werde kurz ein Savey setzen und wir sehen uns hier gleich wieder. Der Savey wurde gemacht. Wir sind bereit zum Kampf. Ja... In deinem Beutel bewegt sich was. Ist das der Lichtstein? Willst du den Lichtstein hervorholen? Klar. Und jetzt kommt eines der geilsten Lieder überhaupt. Ich weiß auch nicht, wie geil ich das finde, aber ich mag es so derbe. Einfach mal zulauschen, das wird geil. Ich halt so lange die Klappe.
dazu sage ich wirklich nur Epicness pur. Okay, ich glaube, wir können das Ganze auch sofort loslegen, ohne viel zu labern, und fangen wir einfach mal an. Ich glaube, ich hätte hier den Save setzen sollen. Egal. Also übrigens mag ich diese Mucke von den Legis hier. Ich finde die übergeil, ich weiß auch nicht. Es hat einfach was. Hier frisst Donnerwelle, Mann. Ja, wie immer fangen wir mit dieser Pussy-Taktik an, denn die Pussy-Taktik ist die gute Taktik. So, der fängt mit Begrenzer an. Naja, kann mir nicht wirklich viel anhaben. Ich werde mal zu Icy gehen und hoffen, dass er nicht krepiert, denn das wäre nicht so schön. Ja, es geht. Der verliert nicht so derbe viel, ne? Ja. Alter, der zieht mir aber viel ab. Ey, das gibt's nicht. Ich hätte hier vielleicht einen Stromstoß einsetzen können, ne? Aber er ist vom Typ Drachen. Ich meine, das zieht ihm jetzt dann nicht so viel ab. Kann sein. Keine Ahnung. Wow, wir haben derbe knapp überlebt. Und was denkt ihr, wird er noch ein ICP überleben? I don't think so. Und vielleicht ein Stromstoß? Ich denke, Stromstoß sollte überleben. Denn es sollte nicht effektiv sein. Wegen Drachen. Weil Baum. Alter, ich bin so ein Drecksack, ey. Wie habe ich das bloß gemacht? Kreuzflamme, you suck. So, ich wechsle mal zu Starman, da er ein Wasser-Pokémon ist. Und dieses hier, also Reshiram, eher ein Feuer-Pokémon ist. Also ein Feuerdrachen-Pokémon. Und ja, ich sollte Starman jetzt nicht so viel abziehen können. Ich habe auch irgendwie mitbekommen, dass die Fangrate von diesem Teil ja nicht so derbe groß ist. Also, man hat schon große Chancen, dieses hier einzufangen, wurde mir auf jeden Fall gesagt. Und ja, ich werde mich da mal überraschen lassen, ob es so einfach sein wird. Ach ja, mir wurde gesagt, ich soll einen Flottball einsetzen. Dang it. Ach, egal. Draufgeschissen. Ich hab's vergessen. So. Wir fangen an mit dem Hyperball. 1, 2, 3? Ey, komm, das ist ja voll langweilig. Ey, das war... Ey, komm, das ist doch ein Witz, ne? Ein legendäres Pokémon mit der Macht, die Welt mit seinen Flammen einzuäschern, hilft allen, die nach Wirklichkeit streben. Nur mal so nebenan. Was meinen die mit Wirklichkeit? Ey, ich versteh's nicht. Also, das muss man schon etwas besser definieren, ne? Denn ich meine, unter Wirklichkeit kann man sich nur so eine krasse Matrix vorstellen, so voll den Sinn des Lebens, oder ich weiß auch nicht was. Keine Ahnung. Hi, Anne, how you doing, man? Reshiram hatte ich also als neuen Helden anerkannt. Nein, ich habe ihn angefangen mit dem Hyperball. So geht das, like a boss. Jawohl, Reshiram ist sicher, also ist sich sicher, dass die Kraft deines Herzens ausreicht, um die Welt zu verändern. Nee, das bezweifle ich ganz stark. Es gibt etwas, das ich dir sagen will. Begib dich zur Riesengrotte. Kyurem ist zurückgekehrt. You don't say? Das habe ich von einem Freund gehört. Von welchem Freund denn? Bladeus, du sehnst dich nach einer Welt, in der Menschen und Pokémon in Anklang leben. Ich bin gespannt, wie sich in dieser von Liebe erfüllten Welt leben lässt. Eines Tages werden Menschen und Pokémon einander hoffentlich gegenüber vertrauen und auch ohne Pokébälle zusammenleben. Diese Art von Welt ist es, für die du kämpfen solltest. Naja, also, ich kenne mich ja nicht gerade so derbe damit aus, aber ich würde schon sagen, wenn man die Welt verändern möchte, muss jeder seinen Teil dazu beitragen. Denn wir sind alle Teil des Gesamten, also muss jeder, wenigstens jeder Mensch, seinen Teil dazu beitragen, um die Welt zu verändern. Also macht das schon irgendwie keinen Sinn, dass die Leute sich in den Spielen auch meistens auf den Hauptprotagonisten verlassen, anstatt selber mal was zu machen. Ich finde das irgendwie immer krass, ne? Wo wollte ich gerade hin? Ach ja, der Typ hat mir gesagt, ich soll mich zur Riesengrotte begeben. Wo ist die Riesengrotte nochmal? Ich vergesse immer gerne Sachen. Ich bin so eine geile Sau, ey. War das nicht irgendwo ganz nah hier? Ja, es war irgendwo bei Tessera. Genau, hier sollte es sein. Ey, wie lahm war das denn jetzt, dieser Kampf mit Reshiram? Okay, mir wurde wirklich gesagt, dass die Fangrate jetzt nicht derbe krass ist, aber dass ich so viel Glück haben würde, Alter, mit dem ersten Versuch. So rein an sich habe ich ja nichts dagegen, aber so ein krankes Pokémon wie Reshiram, oder Reshiram, wie man es halt nennen möchte, ich weiß nicht, aber ich erwarte mir schon so eine Herausforderung von diesem Teil, ne? Also,
Finde ich doof, dass die Fangrate von dem so gering ist. Naja. Also gering oder groß in diesem Fall, ich weiß auch nicht. Egal, ihr wisst, was ich meine. Kann ich hier noch was einkaufen? Ich komme mir gerade sehr doof vor, da dieser Kampf so kurz ist und der Part an sich jetzt schon endet, ne? Und ich habe mehr Zeit in der Drachenstiege an sich verbracht als im Kampf, ne? Ist das mal krank? Naja, egal. Ich kann nichts für, ihr habt's gesehen. So, ich kaufe hier mal... Ey, warte. Ey, ich kann hier Alter, ich kann hier Feuersturm kaufen. Ey, das kostet ja übelst krass viel. Nee, den Rest brauche ich nicht. Also ich brauche an sich gar nichts, ne? Ich hab's an sich alles. So, wo befindet sich jetzt die Riesengrotte? Irgendwo hier oben, ne? Genau. Ja, nachdem man dann Reshiram bis eingefangen hat, oder Seekrom, je nachdem, ist Kyurem wieder zurückgekehrt, was sehr seltsam ist, ne? Und den kann man jetzt natürlich auch einfangen. Der ist jetzt etwas stärker geworden, falls man das so nennen möchte. Verdammt, ich kann ja nicht runter, ich muss hier die Treppe benutzen. Ich mag die Treppe nicht, ich gehe gerne durch die Wände, weil ich das kann. Und ja, ich weiß auch nicht. So, hier kann ich aber durch die Bäume laufen. Manfred. Und hier ist die Mucke sehr gechillt. Das passt mir gerade nicht, denn wenn ich so Manfred brülle, muss die Musik so voll abgehen. Ich weiß nicht, so... Ja, keine Ahnung, ich bin auch irgendwie krank drauf, ne? Naja, muss auch ab und zu sein. So, hier ist die Riesengrotte. Ne, warte, wir gehen hier. Ich bin so geil, wir beenden den Part hier schon, Leute. Ja, ich bin ein Drecksack. Im nächsten Part, Leute, werden wir uns das letzte legendäre Pokémon fangen, nämlich Kyurem. Ich denke, ja, das könnt ihr schon denken. Ich habe es jetzt gerade gesagt, das klingt so blöd. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wie immer über Unterstützung mit einem Daumen hoch freuen. Blabla, ihr kennt den Rest. Wir sehen uns hier an dieser Stelle wieder. Ich sage tschüss, euer Bladeus.